HERZ-TV Kompakt beschäftigt sich am Donnerstag mit diesen Themen. Sauer macht lustig, Verkostung und Geselligkeit im Förstel. Gewalt macht sauer, klare Worte vom Fußball-Kreisverband. Und Leselust macht neugierig, kein Schattendasein für Bibo-Langweiler. Glück auf! Schön, dass Sie auch am Welttag des Radios vorm Fernseher sitzen und sich für HERZ-TV Kompakt entschieden haben. Welttag des Radios? Noch nie gehört? Unter all den Welttagen ist der, der dem guten alten Radio huldigt, einer der jüngeren. Der World Radio Day wurde 2012 erstmals begangen. Sein Tag ist der 13. Februar. Der 14. Februar ist dann der Valentinstag. Der macht sich wenigstens schon vorher bemerkbar. Wie? Indem in den Blumengeschäften die Preise steigen. Schwamm drüber. Die Nachrichten, und die sind nicht wie der Valentinstag weit hergeholt. Unsere Meldungen kommen aus dem Erzgebirge und beginnen mit dem Sauerkraut. Bratwurst mit Kartoffeln und Sauerkraut gehört bei den Erzgebirgern zu den Lieblingsspeisen. Besonders beim Sauerkraut kennen viele ein eigenes Rezept. Gemeint ist da nicht nur das Kochen an sich, sondern das Ansetzen des Krautes. Wer aber macht das beste Sauerkraut? Darüber kann man streiten oder eine Jury befragen. Im Alterswohnsitz Gut Förstel in Langenberg kamen am Abend des 8. Februar deswegen 27 verschiedene Kräuter auf den Tisch. Ähnliche Veranstaltungen gibt es an mehreren Orten im Erzgebirge. In Langenberg war es die 23. Sauerkrautverkostung. Über die Beteiligung sagte Förstel-Geschäftsführer Michael Eisenberg: Also jetzt kann man nicht die ganzen 23 Jahre zurückblicken, aber die Jahre, die wir überschauen können, können wir sagen, das ist ein Rekordjahr. Dafür schon mal vielen Dank, dass Sie so über Jahre dem Sauerkraut die Treue halten und es in jedem Jahr wieder neu versuchen. Chef der Jury war Rainer Schreier. Vor wenigen Tagen wurde der 60-Jährige mit dem Ehrenamtspreis von Raschau-Markersbach, dem Emmlertaler, ausgezeichnet. Das wurde auch noch mal vor Beginn der Verkostung gewürdigt. Dann wurde aber endlich gerochen, geschmeckt und begutachtet. Rund 100 Gäste verfolgten zunächst die Verkostung der Jury in den Kategorien Geruch, Aussehen und Geschmack. Dann konnten die Gäste selbst verkosten. Das Rennen unter den Sauerkrautmachern gewann mit Stefan Fischer aus Elterlein ein Neuling. Er wurde zum Sauerkrautkönig gekürt. Neben viel Applaus nahmen die drei Erstplatzierten Gutscheine der Köhlerhütte Fürstenbrunn entgegen. Die Plätze 2 und 3 gingen an Silvia Schlosser aus Raschau und Edeltraut Winter aus Schwarzenberg. Geschäftsführer Michael Eisenberg dankte nach der gelungenen 23. Sauerkrautverkostung dem Team des Förstelstübchen für die Bewirtung. Und dann sagte er noch, er freue sich auf eine Neuauflage im kommenden Jahr. Laut des erzgebirgischen CDU-Bundestagsabgeordneten Alexander Kraus hat die Förderbank des Bundes und der Länder, kurz KfW, im vergangenen Jahr Förderzusagen in Höhe von 93,9 Millionen Euro für Projekte im Erzgebirgskreis gemacht. Hierzu zählten 13,1 Millionen Euro für Unternehmerkredite und 21,1 Millionen Euro für Energieeffizienzprogramme. Von der KfW ausgezahlt wird auch das Baukindergeld. Knapp 600 Familien bei uns im Erzgebirge beziehen das Baukindergeld. Ich freue mich darüber, weil diese Familien ihren Traum, ihren Wunsch nach einem Eigenheim oder einer eigenen Wohnung erfüllt haben. Als Staat unterstützen wir das mit 12.000 Euro pro Kind auf 10 Jahre gestreckt. Ich finde das eine gute Möglichkeit, um wirklich Eigentum zu bilden. In Annaberg-Buchholz trafen sich zu Wochenbeginn Kommunalvertreter und Gewerbetreibende zur Auftaktsitzung des IHK-Arbeitskreises Innenstadtentwicklung Erzgebirge. Diskutiert wurde über aktuelle Herausforderungen und Lösungen. Schwerpunktthemen
waren die Situation des Einzelhandels im Erzgebirge und die Vorstellung einer Fachkräftestudie in Klein- und Kleinstunternehmen, die von der Fachkräfteallianz Erzgebirge in Auftrag gegeben wurde. Darüber hinaus ergab sich ein reger Austausch der 25 Teilnehmer und Teilnehmerinnen zu verschiedensten innenstadtrelevanten Aspekten wie Leerstandsnutzung, Stadtgutscheine oder digitale Schaufenster. Eine weitere Sitzung ist im Herbst geplant. Auch das bereits im vergangenen Jahr gestartete Format Regionaltreff Innenstadtentwicklung wird 2020 fortgeführt. Regelmäßig ist der Verein Sächsischer Eisenbahnfreunde, kurz VSE, unter den Ausstellern der Messe Erlebnis Modellbahn in Dresden. Die bekannte Modellbahn- und Hobbyschau erlebt vom 14. bis 16. Februar ihre 16. Auflage. Veranstalter ist der MEC Theodor Kunz aus Pirna. Die ausgestellten Modellbahnanlagen bringen Besucheraugen zum Strahlen. Modellbahnhersteller laden zum Fachsimpeln und zum Erwerb ihrer Produkte ein. Bei so viel Fachpublikum ist der VSE immer wieder gern mit von der Partie und informiert über seine Vorhaben. Neben dem Eisenbahnmuseum in Schwarzenberg warten Sonderzugfahrten ab Schwarzenberg mit Zustiegmöglichkeiten nicht nur in Aue und Zwickau auf interessierte Mitfahrer. Im Tal der Burgen und Schlösser lädt der Verein unter anderem ab Rochlitz zur Mitfahrt im Schienentrabi ein. Ebenso informieren die Vereinsmitglieder über die Angebote der Erzgebirgischen Aussichtsbahn. Der Kreisverband Fußball Erzgebirge ist als solcher noch relativ jung. Bei einer Fest- und Dankeschön-Veranstaltung wurde jetzt das 10-jährige Bestehen gefeiert. Dazu hatten die Verantwortlichen, ehemalige und jetzige Funktionäre, in die Gaststätte Neufriedrichsruh bei Lößnitz eingeladen. Begrüßt wurden die Gäste von Jörg Prager, dem Vorsitzenden des Kreisverbandes Fußball Erzgebirge. In seiner Ansprache ging er zunächst auf die Verbandsgründung ein. Die Verwaltungsreform machte vor gut einem Jahrzehnt auch vor den damaligen Fußballverbänden für Annaberg, Aue-Schwarzenberg, Marienberg und Stolberg nicht Halt. Und uns hat es besonders damals getroffen, aus 4 Kreisverbänden Fußball einen Kreisverband zu bilden. Eine äußerst schwierige Aufgabe, die damals stand und die gemeistert werden musste. Es gab dabei viele Dinge zu bedenken und Probleme zu klären und nicht alle waren damit einverstanden, mussten sich aber fügen und wir haben uns gefügt und wir haben uns engagiert im Kreisverband. Damals, Klaus Müller hat den Vorsitz übernommen, über 9 Jahre hat er den Vorsitz gehabt und hat den Kreisverband gemeinsam mit den Vorstandsmitgliedern und den Funktionären in den Verbänden, in den Vereinen zusammengeführt. Eine schwierige Aufgabe, die auch heute noch gewürdigt werden wird. Gewürdigt wurde bei der Festveranstaltung auch die langjährige Arbeit mehrerer Sportfreundinnen und Sportfreunde. Mit der bronzenen Ehrennadel des Sächsischen Fußballverbandes wurden Schiedsrichter-Obmann Thomas Renner, Sportrichterin Caroline Schiller-Wothers und Staffelleiter Daniel Dommer geehrt. Weitere Funktionäre wurden mit Ehrennadeln des Kreisverbandes ausgezeichnet. Der Kreisverband Fußball Erzgebirge ist der Dachverband für über 100 Vereine. Leider rückt in letzter Zeit das Thema Gewalt auf Sportplätzen immer mehr in den Vordergrund. Auch dazu bezog der Vorsitzende des Kreisverbandes Fußball Erzgebirge mit Blick auf die erste Halbserie klar Stellung. Es ist so, dass wir im ersten Halbjahr einige Negativzwischenfälle hatten. Jeder Zwischenfall ist zu viel. In den letzten Jahren gab es mal gar keinen Zwischenfall oder mal höchstens einen. Jetzt waren das im ersten Halbjahr 4 Zwischenfälle, wobei 2 Spielabbrüche wegen Schiedsrichtertätigkeit vorlagen. Skandalös, was da passiert ist. Der DFB und der SFV reden uns ein, die Statistik sagt, es hat sich nicht verschlechtert. Ich sage, eine glatte Lüge. Jens Prager bekräftigt noch. Ich sage, die Gewalt auf Sportplätzen hat zugenommen. Warum streiken die Schiedsrichter im Saarland? Warum machen sie eine Demo, die Schiedsrichter in Berlin? Doch nicht, weil die Zahl nicht gestiegen ist. Das werde ich auch klipp und klar zur, könnt mich daran erinnern, zu der Tagung im März im SSV sagen. Der Auftritt von Spinning Wheel sorgte dann für eine Beruhigung der Gemüter. Als musikalisches Jugendprojekt der evangelisch-methodistischen Kirchgemeinde Lößnitz-Erzgebirge gegründet, gab der Chor 2003 sein erstes Konzert.
Inzwischen ist der Chor auf rund 20 Sängerinnen und Sänger angewachsen. In Lugau war am Abend des 24. Januar der Versuch gescheitert, einen Pizzaboten zu überfallen. Wir hatten berichtet. Der Täter hatte sich dem Geschädigten an jenem Freitagabend mit einem Fahrrad genähert, ihn mit einer Pistole bedroht und Geld gefordert. Das Fahrrad ließ der Unbekannte letztlich zurück und flüchtete zu Fuß ohne Beute. Das Fahrrad soll der Polizei nun bei ihren Ermittlungen helfen. Es handelt sich um ein blaues Damenrad der Marke Pegasus. An diesem war ein Aufkleber eines Fahrradhandels aus Liechtenstein angebracht. Ermittlungen beim Fahrradhändler brachten keine neuen Erkenntnisse. Die Kriminalpolizei fragt, wer hat das Fahrrad schon einmal gesehen, insbesondere in der Region zwischen Lugau, Oelsnitz und Liechtenstein? Wer kennt den Besitzer des Fahrrades oder einen früheren Besitzer? Wem ist so ein Fahrrad möglicherweise auch gestohlen worden? Wer kann darüber hinaus Angaben zur Identität des beschriebenen Täters machen oder hat am Tattag in der Wiesenstraße oder im Umfeld Beobachtungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Chemnitz unter Telefon 0371 387 3448 entgegen. Am Freitag wird der Bundesrat über ein allgemeines Tempolimit auf deutschen Autobahnen abstimmen. Sachsen wird dabei weder für noch gegen den entsprechenden Antrag stimmen. Die Koalitionsfraktionen im Freistaat haben sich im Koalitionsvertrag darauf verständigt, dass in Fragen, in denen keine einheitliche Meinung erzielt wird, der Freistaat Sachsen sich im Bundesrat der Stimme enthalten wird. Das sächsische Autobahnnetz umfasst im Übrigen 576 Kilometer. Dies entspricht 1152 Richtungskilometern. Gegenwärtig sind auf sächsischen Autobahnen auf 252 Richtungskilometern Tempolimits angeordnet, die nicht auf Baustellen zurückzuführen sind. Hätten Sie das gewusst? Wir fragen in dieser Woche, wussten Sie, dass... Für Donnerstag lautet die Frage konkret: Wussten Sie, dass der Neukirchener Schachverein ein rundes Jubiläum feiern kann? Im Erzgebirgsort erfreuen sich die Schachfreunde seit 100 Jahren an ihrem Spiels im Verein. Der Grundstein wurde 1920 mit der Gründung des Arbeiterschachclubs gelegt. Dass die Abteilung Schach so alt wird, hätte ich nie für möglich gehalten, freut sich deren Vorsitzender Ulrich Popp. Am 6. Juni soll das Jubiläum bei einer Festveranstaltung gefeiert werden. In den 100 Jahren haben schon ungefähr 280 Personen für den Verein Schach gespielt. Aktuell hat die Abteilung 29 Mitglieder. Einmal wöchentlich trainieren sie in der Aula der Oberschule Neukirchen. Ein paar Jahre lang hat das MDR-Fernsehen in dieser Jahreszeit einen Wettbewerb durchgeführt, bei dem eine Stadt aus Sachsen gegen jeweils eine Stadt in Sachsen-Anhalt und Thüringen antrat. Das nannte sich MDR-Wintermärchen. Vielleicht auch, weil Schnee dabei eine Rolle spielte. Vor genau 5 Jahren am Valentinstag 2015 wirbelte Johann Georgenstadt für Sachsen. Warum am Ende Harzgerode mehr Stimmen bekam als unser Johann Georgenstadt und das thüringische Masserberg, ist inzwischen auch egal. Am Aktionstag in Johann Georgenstadt herrschte vor 5 Jahren jedenfalls beste Stimmung, wie Ausschnitte aus einem Bericht von damals zeigen. Winterwunderland Erzgebirge. So wird es gerne gesehen. Um diesen Titel zu verteidigen, nahm in diesem Jahr Johann Georgenstadt am MDR-Wettkampf um Mitteldeutschlands schönstes Wintermärchen teil. Die Aufgabe: originelle Schnee- und Eisskulpturen bauen. Austragungsort war das Gelände am Pferdegöpel.
Hier hatten die Johann-Georgenstädter ganze 4 Stunden Zeit, ihre Märchen aus Schnee und Eis zu fertigen. Städtische Vereine, Elternvertreter und Betreiber von Einrichtungen trafen sich mit Bürgermeister Holger Haschek bereits im Vorfeld, um zu entscheiden, welche Figuren am besten die Region vertreten. Nun wurden diese mit Kettensägen, Schaufeln, Spachteln und anderen Hilfswerkzeugen in Form gebracht. Damit nicht alles weiß in weiß dahergeht, kam bei dem ein und anderen auch Farbe zum Einsatz. Das gelang allerdings nicht immer. Während die Profis ihr Bestes gaben, hatten Besucher und Zuschauer ebenfalls die Möglichkeit, Schneefiguren zu schaffen. Dabei entstand regelrecht ein kleiner Skulpturengarten, in dem sich Schneemänner, Dinos und andere fantasievolle Gestalten tummelten. Wer sich die Zeit anders vertreiben wollte, fand viele Angebote vor Ort. Eisstockschießen, eine Schlittenfahrt mit Pferden oder doch lieber zum Aufwärmen in eine Outdoor-Sauna? Wem das alles nichts war, der konnte sich seine Skier anschnallen und zu einem kleinen Langlauf über den Kamm aufbrechen. So oder so, die Zeit verging wie im Flug. Kurz vor 14 Uhr. Letzte Feinarbeiten trennen die Skulpturbauer von ihren fertigen Werken. Das alte Rathaus, ein Feuerwehrauto, Skifahrer und der Johann-Georgenstädter Schwibbogen sind nur einige der prachtvollen Werke, die hier entstanden. Was gefällt denn den Gästen am besten? Das Rathaus. Also am besten hat mir der Schwibbogen gefallen. Und warum? Weil es das Symbol von Johannstadt ist. Ja. Der eine Skifahrer da unten. Okay. Aber im Prinzip sind alle schön. Auch das Rathaus und so weiter. Den Schneeschuhfahrer vom Erzgebirgszweigverein, die Schnitzer, war super. Ja. Und warum? Ja, weil die Proportionen einfach gestimmt haben. Man merkt, Schnitzer, die wissen, wie man so eine Figur herstellt. Die Feuerwehr. Also am besten, kann ich ja gar nicht sagen, weil alles sieht toll aus. Das ist einmal der Schwibbogen, Pferdegöbel und auch die ganzen kleinen Figuren. Das ist Wahnsinn. Das Rathaus. Rathaus? Und warum? Na, weil das ein altes historisches Gebäude ist von Johann-Georgenstadt. Der Schwibbogen. Aber das ist einfach traditionsbedingt und da hängt das Herz halt schon dran. Und für die meisten steht auch fest, Johann-Georgenstadt gewinnt. Unsere Freizeittipps beginnen heute mit einer außergewöhnlichen Aktion. Die Stadtbibliothek Schwarzenberg stellt ihren Nutzern ca. 25.500 verschiedenste Medien zur Ausleihe bereit. Jedes Buch bzw. Medium wird statistisch gesehen 2-mal im Jahr ausgeliehen, während es Bestleiher wie zum Beispiel die Kamelieninsel-Saga oder Dieser weite Weg von Isabel Allende auf über 10 bis 15 Entleihungen jährlich bringen, gibt es aber auch Bücher, die schon einige Jahre ungelesen im Regal stehen. Diese ungenutzten Medien werden irgendwann aus dem Bibliotheksbestand ausgesondert. Das Team der Stadtbibliothek möchte nun einige Langweiler-Titel aus ihrem Schattendasein herausholen. Noch bis zum 29. Februar werden diese vergessenen Bücher dem Publikum verstärkt präsentiert. Denn nur weil die Bücher wenig ausgeliehen werden, heißt dies nicht, dass sie nicht spannend, interessant, wissenswert oder lustig sind. Wird so ein Buch dann wieder ausgeliehen, bleibt es im Bestand und wird nicht ausgesondert. Nun liegt es an den Bibliotheksbenutzern, den Büchern eine letzte Chance zu geben. In Annaberg-Buchholz lädt der Salon Kunst, Café und Bar am Markt am Freitag zum Valentins-Songpoetenabend ein. Einlass ab 19.30 Uhr. Lieben, Liebenden und Verliebten soll ein außergewöhnlich romantischer Abend geboten werden. Dafür haben die Gastgeber regionale Musiker eingeladen, welche mit Charme, Gefühl und Humor die Seele baumeln lassen werden. In der Galerie des Königlichen Kurhauses Bad Elster ist eine neue Ausstellung unter dem Titel »Malerische Stadtbilder« zu sehen. Gezeigt werden Altstadtgemälde von Jan Bermig. Die Schau kann bis zum 17. April, jeweils von Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr, sowie zu den Veranstaltungen im Königlichen Kurhaus besichtigt werden. Der Eintritt ist frei.
Am 13. Januar ist alljährlich der Tag des Radios. Der wurde 2012 von der UNESCO initiiert. Er soll an die Gründung des United Nations Radio, einem Radioprogramm der Vereinten Nationen, erinnern. Und die war, wie könnte es anders sein, am 13. Februar, und zwar 1946. Ich erinnere jetzt daran, dass ERZ-TV Kompakt mit einer neuen Sendung kommt. Unter anderem werfen wir einen Blick auf die aktuelle Sonderausstellung im Perla Castrum in Schwarzenberg. Für heute verabschiede ich mich jetzt mit einem Glück auf.